So, meine Lieben, jetzt machen wir mal Let's Play. Und zwar Tribes of Midgard. Gestern habe ich mal versucht zu streamen. Na? Ist ein interessantes Spiel, das muss ich schon sagen. Allerdings ist mir ein bisschen was aufgefallen. Es ist gar nicht so einfach, im Einzelspielermodus zu überblicken, wann denn da dieser Baum angegriffen wird. Naja, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich darum, im Zentrum des Dorfes einen Baum zu verteidigen. Und zwar Yggdrasil. Ne? Und ja, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, indem ich jetzt einfach mal versuche, das irgendwie zu überblicken, dass da dieser Baum in Gefahr ist. Ein Baum. Ja? Bin mal gespannt. Test, Test, Test. Wo ist denn mein Dorf? Ah, da drüben. Also erst muss ich erstmal sammeln, ne? Weil ich muss jetzt erstmal Spitzhacke und so. Holzstöcke und so. Also Survival Game mit Action-RPG-Anleihen. Ist schon interessant. Ist schon witzig. Und ja, ich denke, es macht tatsächlich Spaß, wenn man mal herausgefunden hat, um was es geht. Ne? Also wie kommt man denn dann dahin, wo man eigentlich hin will? Wobei die Frage natürlich generell ist, was will man in dem Spiel eigentlich? Also hauptsächlich muss man überleben. Mehrere Tage. Ne? Das ist der Plan. So habe ich jetzt genügend gesammelt. Und ja, ich denke mal, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie man denn da vorankommt, ne, in der Zeit, die man da hat. Weil es ist gar nicht so einfach. Das alles irgendwie auf die Kette zu kriegen. Also da muss man schnell sein. Das ist interessant, weil ich glaube auch im Einzelspielermodus ist es gar nicht so einfach, mehr oder weniger da hinzukommen. Ne? Dass man dann zum Beispiel auch diese Tore verbessern kann. Da braucht man dann Bretter, da muss man das upgraden, da braucht man Seelen. Das heißt, also, man muss schon relativ fix unterwegs sein und vor allem muss man auch craften. Ne? Also man kann nicht einfach durch die Gegend rennen und sagen, ja, das interessiert mich alles nicht, ne? Sondern man muss tatsächlich gucken, dass man so schnell wie möglich Material hier sammelt, damit man dann weiterkommt. Wo bin ich überhaupt? Irgendwo Eisen. Holz braucht man auch für Schild und so. Wo ist Eisen? Ich brauche Eisen. Nehmen wir nochmal Feuerstein. Eisen, 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 Eisen. Da ist Eisen. Okay, vielleicht können wir jetzt dann tatsächlich schon ein Schwert basteln. Und vielleicht ein Schild. Mit den Steinen, da bin ich noch, noch nie so weit gekommen, dass ich die irgendwie gebraucht hätte. Das Maximale, was ich jetzt geschafft habe, glaube ich, sind 3 Tage. Und dann hat es mir meistens zerbröselt, gell? So, jetzt schauen wir mal. Ein Schwert. Wo ist er, unser Schmied hier? Einfaches Schwert. Wirbelwind, das gefällt mir am besten. So, jetzt schauen wir mal, weil ich ja immer noch quasi, wo ist die denn? Ah, hier ist sie. Einfacher Schild. Kann ich von dir noch irgendwas bauen? Ne, also Leder habe ich noch nicht. Da muss ich, also übrigens das Schild und so weiter, das ist ein Skin, ja, den gibt es bei der Collector's Edition, oder besser gesagt bei der Edition, die man da kaufen konnte. Da unten ist ein kleines Lager, da können wir hingehen, vielleicht kriegen wir da Leder. Auf der Minimap oben links seht ihr das auch. Ach, hier ist der Übergang. Schauen wir mal. Wer sich da rumtreibt. Ich würde gerne hier durch. Kann ich hier durch? Schaut nicht so aus, oder? Ich müsste hier drüber, Leute. Es wäre ganz nett, wenn ich die Möglichkeit hätte. Da schießt noch ein Bogenschütze auf mich. Kann ich das kaputt machen? Ach ja, guck mal. Wie praktisch. Ja, ja, lauf nur weg. Weißt du was? Best, du kommst einfach mir mal nach. Gut, jetzt habe ich Leder. Jetzt kann man dann eine Rüstung bauen. Da ist auch eine Kiste, seht ihr? Also es gibt in diesen Lagern immer wieder Kisten, die man sammeln kann. Und da ist meistens auch was Lustiges drin. Zum Beispiel ein Gesundheitstrank. Level 2 sogar, guck mal. Ein Boden, ich habe einen Boden gefunden. Was ich hier Böden finde. Was war denn jetzt mit dem? Setzt da runter. Und hat hier quasi einen Salto runter gemacht und hat sich selber zerstört.
Das ist ja witzig. Und wenn wir hier mal den Baum fällen, wenn wir schon hier sind. Fichtennadeln, für was braucht man denn die? Wahrscheinlich irgendwie so ein Trank. Ich würde ja gerne... Sag mal, wie bin ich jetzt da hochgekommen? Das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich war hier noch auch gar nicht unten, oder? Das heißt also, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich... Wenn ich wieder einen Salto runter mache, dann schaue ich wieder dumm, ne? Wow, hier ist ja etliches los. Eine Dotterblume. Dann machen wir mit. Das Eisen. Pestwurzeln. Bin ich fast tot. So, was ich jetzt natürlich machen könnte, ich könnte jetzt meinen Heiltrank nehmen, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Wenn ich es irgendwie schaffe, dass ich wieder zurückkomme, dann will ich jetzt mal eher wieder zurückgehen und den Heiler bemühen. Das ist wahrscheinlich praktischer. Seelen habe ich schon 603. Wow. Ja. Ich muss mal gucken, ob ich mir da eine Rüstung basteln kann. Okay, also der hat auch eine Ablinkzeit. 2 Minuten. Ja, das ist schon mal besser als nichts. Also muss mal gucken. Hier, Rüstung wollte ich noch haben. Rüstung? Wo ist sie denn? Ah, hier ist sie. Herstellen. 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 Wir haben einen ganzen Haufen Leder, guck mal. Jetzt könnte ich die natürlich auch upgraden, ne? Warte mal, wie geht das schnell wieder? So. Jetzt kann ich den... Achso, da habe ich jetzt noch keins... Ach ja, okay, alles klar. Knöchelchen und Silber. Okay, also brauche ich Silber. Interessant. Ja, also Rüstung auch. Dieses... diese Collector's Edition, die man da kaufen konnte. Also bei dem Spiel wollte ich die Entwickler unterstützen, weil das ist wirklich eine so tolle Idee. Außerdem Gearbox, ja. Wenn ihr die kennt. Die machen ja auch unter anderem Borderlands und so. Die sind da der Publisher. Und ja, da kann eigentlich nichts schief gehen, könnte man meinen. Was haben wir denn hier jetzt alles? Wow, guck mal, da kriegt man ja sogar Zeug, wenn man das Zeug kaputt... Also wenn man das Zeug kaputt macht, bekommt man Zeug. Ja, das macht irgendwie Sinn. Oh wow, ist ja ganz schön heftig. Was ich jetzt nicht gekriegt habe, ist ein Heiltrank, ne? Nein, jetzt habe ich den genommen. Naja. Ich wollte ja eigentlich da unten durchschalten und gucken, was da noch alles gibt. Das war natürlich eine dumme Idee jetzt. Jetzt habe ich nämlich fast kein Leben mehr. Und da gibt es meistens auch einen kleinen Boss da drin. Nacht bricht an. Das heißt also die erste Nacht. Ja, okay, alles klar. Dann gehen wir mal zurück. Was bist denn du? Wow, heftig. Ein Werwolf. Wow! Wieso habe ich jetzt noch kein Schwert mehr? Ach komm, hör doch auf. Jetzt habe ich einfach hier Mist gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hätte eigentlich gar nicht mehr so weit gehabt nach Hause, ne? Aber da wollte ich jetzt unbedingt noch irgendwas machen. Und ja, irgendwas war halt dann der Tod. Ausrüstung behält man, aber das ganze Material, was man sonst so hat, ne? Jetzt wird der Baum angegriffen, ne? Das seht ihr jetzt hier. Das machen aber jetzt normalerweise in den ersten, Durchgängen macht es eigentlich dann die KI, ne? Also die Dorf-KI mit den ganzen Einwohnern und so. Das heißt also, da muss man sich noch nicht so anstrengen, was das Thema angeht. Mal gucken, ob der Werwolf noch da ist. Ja. Nein, das ist einfach nur ein Mob. Ach. So.
Weil du musst die ganzen Seelen wieder eins. Aber die Seelen haben jetzt alle verloren, oder was? Ernsthaft? Ich habe jetzt die ganzen Seelen verloren. Und mein Schwert ist auch fast kaputt. Ich laufe immer mit einer mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer einmal um das ganze Lager rum. Nur um dann festzustellen, dass ich... Aber wieso verliert man alle Seelen? Das ist keine gute Entscheidung. Keine gute Designentscheidung. Warum? Weil du, wenn du da nicht aufpasst, natürlich ständig das Problem entwickelst. Was, wenn du einmal nicht aufpasst, ist eigentlich alles weg, ne? Reparaturbank. Okay, mal reparieren. Ich glaube... Ne, ich habe jetzt keine Seelen, ne? Das heißt, ich kann jetzt auch kein Upgrade machen. Das bedeutet natürlich, dass das schlecht ist. Wie viele Seelen habe ich? Die haben den ganz schön runtergehauen, den Baum. Baum. So, ich muss jetzt unbedingt noch ein paar so Lager ausheben. Ich brauche jetzt unbedingt Seelen, verdammt, die ich da reinbuttere. Also es ist noch schneller vorbei als... Wow, das ist aber ein großes Lager. Ich bräuchte mal wieder einen Heiltrank. Wäre nicht schlecht. Der hier droppt. Au, 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 au. Die Dinger explodieren. Ja, und die Dinger explodieren dann mit einer solchen Kraft, dass man meistens auch instant tot ist, zumindest am Anfang. Jetzt habe ich wieder einen Gesundheitstrank bekommen. Super. Kann ich jetzt dann gleich verpulvern. Wo ist denn hier? Ah, da oben ist dann der Boss. Der andere steht nur dabei. Auch nett. Ruhe. So. Ich muss mich da echt beeilen bei dem Spiel. Das ist... Ich hätte mir eigentlich gedacht, das Ganze ist ein bisschen cooler, ja, ein bisschen entspannter, aber von Entspannung kann ja keine Rede sein. Also es ist schon... Puh. Da muss man schon schnell unterwegs sein. Jetzt habe ich 1000 Seelen. Okay, wo packe ich die jetzt rein? Ne? Upgrade habe ich gemacht beim Rüstungsschmied. Silber habe ich noch keins. Packe ich die mal in den Baum vielleicht? Packe mal einen Teil in den Baum und dann Rüstung upgraden. Rüstung upgraden. Schmied? Nee, Waffe. Ich muss unbedingt eine andere Waffe. So, machen wir mal hier upgraden. Herstellen. So, jetzt können wir quasi... Oh, ich brauche Wolfszähne. Die Dornen hätte ich, aber da bräuchte ich jetzt dieses Schwert da, ne? Bei dem anderen geht's nicht. Was haben wir denn hier? Ah. Okay, dann muss ich also das jetzt bauen. Damit ich das hier herstellen kann. Damit ich dann ins Inventar gehe. Und das da auswähle. Nein, nicht ablegen. Es ist ausgewählt. Jetzt ist es ausgewählt. Okay. Ja, Nacht. Wann ist Nacht? Nacht. Ist jetzt dann gleich wieder Nacht, ne? Ach, ich wollte mich heilen. Ach ja, und was man natürlich noch machen kann, das vergesse ich jedes Mal. Man kann hier jetzt zum Beispiel zwei Klassen auswählen, ne? Am Anfang. Es kommen dann mehr dazu. Ich muss jetzt am Anfang immer Krieger nehmen, wenn ich mit dem Schwert rumlaufe. Sonst müssen wir mal Bögen ausprobieren. Und, was haben wir noch? Habe ich noch einen Punkt, den ich verwurschteln kann?
Die tolle Rolle. Nicht genügend Siegespunkte. Ach was. So. Es gab doch hier noch irgendwo ein Lager. Mal hier rauflaufen. Aber wie gesagt, jo, jetzt hat ein Jötun. Ja, es muss ja natürlich. Jetzt wird es natürlich interessant, ne? Weil jetzt sehe ich nämlich zum ersten Mal auf der Minikarte, weil ich ja blind bin und weil ich vorher immer blind war, dass der Typ, ja, der jetzt meinen Baum dann immer kaputt macht, eigentlich hier auf der Karte zu sehen ist. Jetzt ist die Frage, wie weit ist der noch weg, ne? Und wo ist der dann? Was haben wir denn hier? Ah, hier kommen wir nicht drüber. Komm hier außen rum. Ja. Da ist noch ein Lager. Hier könnte man was bauen. Ein Holzeinschlag. Aber da habe ich noch nicht genug Material. Ach, komm, ihr Fernkämpfer. Dass das immer wird hier. Oder auch nicht wird. Oh. Gestern habe ich noch... Uah. Gestern habe ich mich noch beschwert, dass ich diese Jotune auf der Karte nicht sehe, ne? Aber die sind auf der Map ja eingezeichnet. Seht ihr ja auch. Also auf der Minimap. Das rote Ding da unten. Das wird er wohl sein. Habe ich jetzt irgendwas Gutes bekommen? Ein Siegespunkt. Bei für meine Talente, ne? Der kommt hier von hier unten irgendwo. Wie soll der hier durchkommen? Okay, ich sehe auf der Karte ja dann, wann was passiert. Hm. Und den Holzeinschlag, da kriegt man wahrscheinlich dann Holz als Material, wenn man das Ding hier upgradet. Ja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht gemacht, ne? Also vom Prinzip her schon. Lustig. Hallo Schweinchen. Das erinnert ein bisschen an Valheim, ne? Valheim in... Aber hier, was ist jetzt das? Kann man da auch irgendwas machen? Ne, das ist einfach nur... Okay, jetzt kommen dann die Monster wieder, die Monsters. Wieder aufbauen. Okay, also das muss man dann... Das muss man dann eben machen, wenn es soweit ist. Ich laufe jetzt mal zurück, weil jetzt kommt die Nacht. Und ja, normalerweise, wie gesagt, man kann auch diese Tore da aufbauen, ne? Aber wie gesagt, so weit bin ich noch nicht gekommen, weil ich meistens vorher sterbe. Okay, ich gebe dir jetzt mal ein paar Seelen. Ich müsste den eigentlich upgraden, ne? Aber sag mal, es wird doch jetzt Nacht, oder nicht? Soll jetzt hier gleich Nacht sein? Beschütze dein Dorf bis zum Sonnenaufgang. Ja, genau. Dieser Jötun, also dieser komische Riesentyp da. Wann kommt der? Ich muss jetzt echt mal im Dorf bleiben und mal gucken, wie das eigentlich abläuft. Dann. Damit ich mal sehe, wenn der das angreift, ne? Hier kommen nur zwei. Okay, also die machen dann Schaden. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Also die werden dann quasi die Seelen weniger. Okay. Oh, da ist schon einer tot. Mehr Seelen bräuchte ich. Damit ich dem... Uah. Okay, da kommen noch ein paar.
War's das jetzt erstmal, oder? Okay, der Typ, der da kommt, ich muss echt mal schauen, wann der hier irgendwo aufschlägt. Weil wie soll der, wenn der da jetzt wirklich, ist das wirklich da unten? Ich traue dem Ganzen nicht. Ich habe gestern schon ein paar Mal gesehen, dass das nicht so optimal läuft dann. Wenn ich jetzt nämlich gehe, das ist nämlich jetzt hier Tag 3, ne? Dann ist meistens, besiege den nahenden Jüton. Ja, aber der muss doch hier kommen. Also der muss ja hier von hier kommen, das kann nicht sein. Der muss irgendwo hier kommen. Da müssen wir eigentlich auf der Karte sehen, wo der sich bewegt, oder? Aber hier komme ich ja auch gar nicht rüber. Hier ist Ende Gelände. Ich will jetzt sehen, wie das funktioniert hier mit dem Jötun. Aber ich muss dich jetzt immer upgraden, ne? Irgendwas. Das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt mal mein Schwert reparieren. Ich glaube, das ist wohl eine der Ideen, die vielleicht noch am sinnvollsten ist. Achso, warte mal. Reparaturwerkbank war hier. Das heißt also, oh, ich bräuchte jetzt hier Seelen. Damit ich das reparieren kann. Es ist jetzt wieder eine sehr vertrackte Situation. Wenn du wirklich hier anstarkst. Aber ich brauche Seelen, ne? Also kann man ja auch sammeln mit, indem man hier alles mögliche farmt. Also wenn ich jetzt auf der Karte, wenn der jetzt hier nicht lang kommt, ne, und ich wieder irgendwo stehe, wenn wir wenigstens zumindest so Kleinigkeiten bauen könnten, ne? Aber wenn ich da schon also überlege, wie viel ich da Zeug brauche, bis ich da irgendwas upgraden kann, das ist schon krass. Ich wäre im Einzelspielermodus dafür, dass das alles viel einfacher geht. Ausreichend Kraft. Das ist die Temperatur hier. Ach so. Ach so. Vielleicht dauert das jetzt auch noch, ne? Ach so, den habe ich schon. Habe ich schon alles abgeholzt? Gesundheitsschrein. Hier war ich schon überall. Also ist hier ein Ausrufezeichen, aber mal auf der Map kann ich nicht. Da, was ist das? Quest. Wo ist denn der Jötun? Da muss er irgendwo auf der Karte sein, oder? Minuten, was immer auch das bedeutet. Aber in 18 Minuten geht die Welt unter. Bin überzeugt davon. Kann man hier machen? Nix. Eisen? Hier war noch irgendwo ein Lager. Ich sehe schon wieder kommen. Ich bin jetzt wieder weg vom Lager und
Und das wird dann wieder das Problem sein, dass dann plötzlich heißt, Spiel verloren. So ist es. Gibt's bestimmt noch so einen Miniboss, oder? Nee, nur eine Kiste. Auch gut. Gesundheitstrank. Was haben wir hier denn jetzt für ein Zeug? Was ist das hier? Ach, ein Schrein. Was kann ich da machen? Ist das vielleicht ein Schnellreiseschrein, oder? Schnellreisen, ja. Ah, wie cool ist denn das? Was haben wir hier? Oh. Hast du zufällig vielleicht Silber? Nein. Eventfragment. Smaragdstaub. Was immer du auch hast, ich habe keine Ahnung, ob ich es brauche oder nicht. Also ich gerne erstmal ein Problem ist, ne? Da ist irgendwas. Mal gucken, was das da ist. Ja, ich mache mein Schwert kaputt. Perfekt. Ja, das andere nehmen können. Was ist das, was da unten passiert? Es ist irgendwie wichtig. Oh, es wird wieder Nacht. Wo ist denn der jetzt hier? Was? Okay, das nutzt jetzt nichts. Ich sehe jetzt hier nichts. Und es ist Nacht. Und ich muss zurück. Nein. Ja, diese Rückholfunktion funktioniert leider auch nicht immer. Also es gibt einen Cooldown. Jetzt muss ich tatsächlich erstmal mein Schwert reparieren. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren, weil genügend Seelen habe ich ja. Und die restlichen Seelen packt man in den Baum. Egal. Halt erstmal heilen. Da geht's schon wieder ab, ne? Der Kleine hier dürfte kein Problem sein. Ich hoffe mal, dass es ein Kleiner ist. Jetzt ist der... Okay, jetzt wird er dann gleich kommen, dieser Jötun. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr ganz so lang, bis er da ist. Ja, Orcs Must Die ist ja auch noch ein Spiel, ne? Das muss man ja auch unbedingt gespielt haben. Der ist da tatsächlich durchgekommen, oder? Dieser kleine Piesler. Gut, jetzt hat's ihn zerbröselt.
So, jetzt kommt dann der Jötun. Das wird lustig. Also eigentlich eher nicht. Aber jetzt glaube ich, diesmal weiß ich wenigstens, aus was für eine Richtung das er kommt. Das ist ja auch schon mal was wert. Der kommt nämlich hier. Wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Hier. Wo ist denn das? Das muss ja irgendwo auf der Karte angezeigt werden. Das ist echt doof gemacht hier. Sind es diese 11 Minuten jetzt oder was, was hier angezeigt wird? Aber nee, das ist ja eigentlich unterschiedlich. Es wäre halt schon praktisch, wenn wir das auf der Karte sehen würden. Ne? Aber generell wäre es praktisch, wenn... also es ist wohl besser, wenn man das im Multiplayer spielt, ja. Weil dann kann sich einer zum Beispiel jetzt auch um die Upgrades kümmern. Sonst ist das ja wirklich das Problem, du kannst nicht überall gleichzeitig sein, ne? Das ist das Thema. Da waren noch Seelen, die wollte er mir jetzt gar nicht geben. Aber vielleicht kann ich ja diesen Jötun jetzt schon mal angreifen, ne? Das wäre toll, aber irgendwie... Schaut es nicht so aus, als hätte ich den jetzt irgendwo in Reichweite, ne? Jetzt heißt es dann gleich wieder, dein Dorf wird angegriffen. Ich weiß es. Und dann ist der Baum wieder kaputt. Und dann schaffe ich es wieder nicht hin. Genau so wird es sein. Oh, was ist das hier? Das schaut ja... Wow. Was ist das? Irgendein Boss? Ah nein! Was war denn das jetzt für Scheiß? Warum ist das Ding jetzt explodiert? Ach, hier wäre er gewesen, guck. Man kann sich hier noch ein bisschen rausschieben, ja. Okay. Okay, also hier unten kommt jetzt was. Das ist ja auch schon mal praktisch zu sehen. Okay, habe ich verstanden. So, jetzt bin ich natürlich leer, ne? Absolut, keine Seelen mehr. Aber... Ja, eigentlich nichts, aber ich habe eigentlich... kann ich das Schwert eigentlich nochmal bauen? Ist das Lager jetzt wieder gerespawnt hier? Anscheinend. Ist das eine Falle? Achso, das kann ich nicht mehr nehmen. Also von hier kommt der ganze Katastrophenfilm. Gut zu wissen. Ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Jetzt bin ich wieder falsch rumgelaufen. Der Blutmond erscheint. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet nichts gut. Komm, jetzt lass mich da runter. Was ist denn das für Mist da? Okay, also ich komm noch runter, geht. Der kämpft sich jetzt hier durch, oder was? Der Jötun ist in der Nähe deines Dorfes. Erzähl mir doch keinen Mist jetzt. In der Nähe meines Dorfes ist er relativ. Ich hoffe, dass das jetzt der richtige ist. Wahrscheinlich gibt es zwei. Und einer ist schon wieder in meinem Dorf oder so. Okay, was ist denn das für ein Zeug? Okay, man kriegt hier ab und zu mal
interessant. Was kannst du? Ach, du kannst irgendwas respawnen. Oh wow, geh weg. Okay, heftig. Heftiger. Ich muss hier raus. Das Zeug hier, das macht echt ein Problem. Okay, also das Ding ist natürlich jetzt heftig, ne? Vor allem mit seinem seltsamen Aura da. Bis jetzt habe ich eigentlich noch keinen einzigen Schaden gemacht. Ist das der Weg des Chaos, was wir hier sehen? Oh wow. Okay, der kann sich porten auch noch. Ach, es ist gar keine Heilung, oder? Wow. Das wird jetzt heftig. Ich muss zurück! Verdammt! Wo geht's zurück? Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen verlaufen, oder? Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch. Nein! Ist doch verrückt! Okay. Wasser ist auch keine gute Lösung, habe ich es festgestellt. Wie geil! Schade, dass das Zeug nicht repariert wird, wenn man stirbt. Okay, das wird heftig. Ich glaube fast, dass das... Ich habe keine Seelen, ich kann ja nichts reparieren jetzt momentan. Leider. Man kann irgendwas herstellen. Nope. Ich kann auch nichts herstellen, weil ich keine Wolfszähne habe. Das heißt also, ich habe jetzt eine Waffe, die dann gleich nicht mehr funktioniert. Und ich habe ein riesen Vieh am Popo, welches mir wahrscheinlich mein Lager jetzt dann komplett zerlegen wird. Ja, so ist es, ne? Mal gucken, da kommen wir von da, ne? Komm, port dich mal zu mir. Das ist alles ein bisschen einfacher und schneller. Kann ich denn bei dir überhaupt irgendeinen Schaden machen? Oh wow, okay. Ein bisschen Schaden. Ha? Jetzt ist meine Waffe irgendwie weg. Okay, also es ist Damage over Time. Krass. Oh wow! Hi Jungs. Okay, wow. Okay. Das ist jetzt nicht so einfach, nicht wahr? Oh mein Gott. Ja, jetzt wissen wir auch, warum es nicht so einfach ist. Habe ich denn überhaupt noch eine Waffe? Ja. Baum ist schon fast kaputt. Ich habe 13 Seelen. Ich kann 13... Oh, hier ist sogar noch mehr. Okay, das ist ein Boss. Den kriege ich nicht mehr klein. Okay, alles klar. Also alleine... Und ohne Unterstützung. Schwierig. Wirklich schwierig. Baum kaputt, Spiel vorbei. Okay, also ihr seht das Prinzip. Ne? Also interessanterweise levelt man ja auch, obwohl man jetzt ja gestorben ist. Das heißt, es gibt dann logischerweise Punkte. Ne?
Und wenn man genügend Punkte gesammelt hat. So, was ist jetzt? Ah, okay. Ich habe doch etliche Erfahrungspunkte bekommen. Guck mal einer an. Auf Stufe 4 gibt es eine Hose. Yay. Sehr interessantes Spiel. Ja, hat jetzt lange gedauert, 40 Minuten. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video.